Eieieiei. Nebel, Nässe. Das Nebel des Grauens. Glätte, the fog. Boah, hier kommt's, der scharf links. Ja. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von den Dominik und Hakan. Mitten im Leben. Nein, bei den Sender Mitten Senderboys. Im Wald. Genau, die Waldmenschen. Also, wir sind heute in Witten, genauer gesagt Kohlensiepen, bei den Happy Trail Friends. Denn die veranstalten, wie man hier so ein bisschen sehen kann. Boah, jo, wir sehen schon hier den Track. Die veranstalten ein Zeitrennen heute. Und jetzt begeben wir uns nach oben, Richtung Strecke. Denn es gibt einen Trackwalk. Wir haben dann, ich glaube, ein Zeitfenster, ungefähr 2 Stunden zum Trainieren. Und dann haben wir 3 bis 4 Stunden Zeit, die Bestzeit in den Boden zu rammen. So richtig rein da. Ja, das ist unsere Mission heute. Ja. Wir nehmen euch natürlich mit. Beste Kondition heute. Es ist nebelig, Sichtfenster gleich 3 Meter. Ja. Es ist nass. Ja. Gestern hat es nochmal geschüttet wie aus Eimern. Also erstes Ziel ist dabei sein. Haben wir erledigt. Zweites Ziel ist nicht letzter werden. Und wenn, müssen wir erledigen. Dann mit Anstand. Ja, korrekt. Heute erster Platz, kein Problem. Hakan, ja. Wohin gehen wir? Wir gehen zum Vorgespräch für deine Beschneidung, Bruder. Hier im Witten. Da müssen wir hin, zu dem Kollege. Ja. Der hat das Messer schon gewetzt. Yeah. So, was haben wir hier? Pass auf. Wir haben jetzt unsere Sachen, wir können nach Hause gehen. Sportklinik Hellassen. Das ist schon mal kein gutes Omen, wenn die Sportklinik was sponsort. So, das ist für heute Abend das Fernsehprogramm, wenn du im Bett liegst. Also, das ist der Transponder. Achso, sieht aus wie ein. Den nimmst du zwischen die Zähne. Ride Schwalbe. Warte. Achso, Gummibären. Gummibären, boah, geil. Pressure Prof. Pressure Prof. Dann kriegst du auf die Stirn. Der Pressure Prof. Boah, geil, Dominik. Mann. Ja, Mann, geil. Fühle ich mich schon direkt schneller. So. Ja. Ja, Lee, hast du das für dich? Ja. Hast du auch was? Easy. Zeig mal das T-Shirt. Wow. Okay, Dominik, ich wünsche dir schon mal viel Spaß beim Einweihen der Dixie-Toilette. Gerne. Da lässt du dir ja nicht nehmen. Einmal die Duftmarke setzen. Ja, dann klopf doch mal ab, wo frei ist. Wolltest du dich hinlegen? Dominik. Ja, alles dabei. Boah. Katastrophe. Boah. Oh oh. Startrampe. Der Flug zum Mars. Der Dominik ist richtig professionell drauf. So, hier rüber. So. Ich würde versuchen, das so ein bisschen mitzunehmen. So Anliegermäßig, ne? Ja. Das hier ist viel loose als hier. Und das hast du, vor allem du, an deinem Reifen ja. Alles kleben. Was soll ich hier machen? Hier ist wie asphaltiert. Ich hoffe auf die harten Landungen beim Springen. Ja. Dass sich der Bike selbst das reinigt. Speed. Bike reinigt sich von alleine. So, hier, runter drücken. Vacation. Ah, die Sonne kommt, geil. Hier ist unser Trackwalk. Da seht ihr die Kids. Nee, es wird keinen Druck aufbauen, halt aber da sehe ich dich nächstes Jahr. Go. Jawohl! Go! Jawohl, sehr jawohl. Gut! Jetzt wieder Section Diller. Hier ist Nomadland. Oder so. Hier abziehen. Rüberziehen, sehe ich auch so. Ziehen. Ziehen, Bruder, das ist es. So, mein Trackwalk würde ich sagen, genau meine Strecke. Gleich beim Fahren. Sündisches 5000. Ja. So, hier rüber. Nicht ziehen, einfach mit Speed rüberfahren lassen. Ja, also Race-Modus, wie ich klein machen. Genau. CW-Wert minimieren. Ja. Hier auch. Scheibenwischer ganz abmontieren. Ganz. Motorhaube abkleben. Seitenspiegel einfach. Guck eh nicht nach hinten. Aber der Max Verstappen sagt, lenken bremst. Lenken bremst. So, und dann geht's geil. Oh, geil. Ei, 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 Junge, ei, ei, ei.
Hier werden Zeiten geboren. Das ist für die Mutigen. Ja, aber das ist für die Mutigen. Wir haben keine Wahl. Wir müssen da runter. Okay, das ist schon... Das Ding ist halt, wie kommst du aus der Kurve, ne? Ja. Boah, Bruder, wie kommen wir... Wir müssen irgendwie dann schalten. Wie kommen wir denn den Berg hoch? Oh, du Scheiße. Gute Strecke. Happy Trailfans. Richtig geil. Auch zum Trackwalk, wie man sieht. Ist das fest? Nein. Juhu! Dann nennt ihn auch die Gazelle, die Berggazelle. Hängebauchgazelle. Hier ist ein bisschen wilder Ritt. Richtig geile Strecke, ey. Ich feier die richtig, oder? Alles dabei, oder? Auch mal so machen. Alles dabei. Guck mal, geil, angesprüht, ey, wie UCI. So, wir sind jetzt fast am Ende der Strecke. Oh, hier auch. Oh, ja. Das sind alles Verlangsamer. Das ist alles dein Fachgebiet hier. Also hier, der ist gemacht zum Abziehen. So, wo ist der Eimer, wo ich den Arm reinhalte? Der Eimer, den ich umfahre mit meinem Wand. Ehrlich? Führerloses Fahrrad der Zeit oben. So, Freunde, das war die Strecke. Geil, oder? Feier ich richtig. Den Trail Gentleman mal an. Ich habe mir nur den letzten Platz gesichert hier. Ja, geil. Ich bin ganz schön nervös. Ja, gieß Training. Ich kann mir schon im Frack, ey. Guck mal da, mach nicht für Power an. Und los. Bruder. So, da sind wir auf der Strecke. Trainingsrun. Wow. Okay, hinten schon weggerutscht. Oh, viel zu weit. Was war jetzt mit der Stange? Kannst du ja. Ja. Wo kommst du denn her? Okay, jetzt. Oh, ich bin ganz nervös, Leute. Okay, Zeit fahren. Wow. Oh, Concentration Mode. Oh. Okay, der ist sehr glitschig. Da muss ich aufpassen. Oh, Ast. Oi, oi, oi. Bruder, nein! Oh. Scheiße. Boah, Bruder. Nur mal Stock hier drin. Hier. Und ein Stock. Hab ich gesehen. Den hab ich gesehen, der hing so durch. Yo, Alter. Slippery as hell, oder? Boah, ich bin durch keine Kurve gekommen. Ich bin direkt erste Kurve nach dem Start hinten weg. Oh Mann, ey. Nee, da will rüber, Table nicht, Table gecased. Ja. Aber ich komme jetzt auch viel langsamer da raus, als ich eigentlich dachte. Ne? Also voll. Überall slippery, ne? Total schwierig. Kommst du mit direkt gerade? So, letzter Trainingsrun für uns heute. Thank you.
Wow! Immer noch slippery. Alles gut, Bruder? Ja. Boah, hier unten ist echt schlimm. Aber geht's dir gut? Ja, ich bin nur weggerutscht. Alles gut. Bin nur gewuscht. Ich bin den Berg nicht hochgekommen. Musste absteigen, hochschieben. Muss irgendwo schalten da. Für den Berg. Ja, ich schalte. Da bin ich auch im letzten so. Oh. Ich schalte, bevor ich runter. Ja, das ist eine gute Idee. Ich schalte ein, zwei Runde, aber das Problem ist, das hilft mir nicht. Ich komme nicht durch die Kuhle. Ich will da ist jetzt auch richtig Matsche, ne? Hast du gesehen? Da ist richtig Gewühle jetzt. Nur Sprüche. Ah. Reifenbestellung ist angekommen. So, Dom, jetzt geht's um die Wurst. Ja. Jetzt geht's los, Freunde. Ich bin so nervös. Helfe so 3000. Richtige Stille hier. Senderboy ist ganz hautnah. Die Ruhe vor dem Schuh. Die Ruhe vor dem Dünnschiff. Dominik. Wie ein Keiler. Schaufel die Erde um vor dir. Ganz los. Okay. Jetzt geht's los, Leute. First time run. Wünsch mir Glück. Oh, ja, ja, ja. Auf meinem Fass. Der Bremser bin ich gut durchgekommen. Glaube ich. Puh. Puh.
Oh shit, Alter. Geil. 1,8. Dominik ist 8. Platz. Nee, die ersten. 8. Hundertstel oder Tausendstel? Geil. Wie viel ist der? 7. oder was? 7. 8. Ich 7. der 8. Komm her, das so. Sehr gut, ey, so muss sein. Jawohl, wir freuen uns. Aber wir sind auch ganz am Anfang gewesen, ne? Also Zwischenstand. Strecke wird besser, ist aber immer noch so ein bisschen Harakiri. Dom hat sich um 2 Sekunden verbessert, ich bin leider gleich geblieben. Und jetzt heißt es, nochmal alles geben. Alles geben. Ja. Ich gebe alles jetzt. Alles. So, von mir aus kannst du starten. Also Zeitrennen ist ein Wechselbad der Gefühle. Es ist nervenaufreibend,
Es ist Ehrgeiz, es ist Angst, Schweiß, es ist alles. Freude und Leid ganz eng beieinander. Ja, ich bin an Dominiks Zeit nicht rangekommen, aber ich habe mich vom vorletzten auf diesen Mann um 5 Sekunden verbessert. 5 fucking Sekunden. Also eine Sekunde kriege ich vielleicht noch raus, aber... Ja, so ist das. Der Dominik sieht geil aus. Nur mit seinen Edelreifen. Wir sind durch. Das war... Ja, Bock gemacht für das erste Rennen. Happy Trail Fans, Respekt, richtig geil organisiert. Richtig gut. Alles tipptopp. Außer am Parkplatz könnt ihr mal bauen. Oder im Parkhaus. Parkhaus im Wald. Ja, das war's von unserem Zeitfahren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, abonniert die Glocke.